Was muss nur in dir vorgehen? Seit Jahren vögeln die beiden regelmäßig bei uns auf dem Küchenboden und er leckt ihr meine selbstgemachte Erdbeermarmelade von der Brust. Ich hab Gott! Und ich, Idiot, hab die auch noch reingestellt. Dieses Arschloch. Aber immerhin weißt du jetzt, was los ist. Ja. Ganz wichtig ist, dass du das jetzt nicht in dich reinfrisst, sondern dass du drüber redest. Ja! Das ist ganz wichtig. Ja! Seit über 4 Jahren vögelt mein Mann unsere Putzfrau regelmäßig bei uns auf dem Küchenboden und legt ihr meine selbstgemachte Äpfelmarmelade von der Brust. Seit über 4 Jahren vögelt mein Mann unsere Putzfrau regelmäßig bei uns auf dem Küchenboden und leckt ihr meine selbstgemachte Erdbeermarmelade von der Brust. Seit über 4 Jahren vögelt mein Mann unsere Putzfrau regelmäßig bei uns auf dem Küchenboden und leckt ihr meine selbstgemachte Erdbeermarmelade von der Brust. Ich hab nicht meine Putzfrau. Ach, das ist schon ganz praktisch. Also darauf möchte ich nicht verzichten. Was nehme ich denn?